Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Eterna, nachdem Mondfels gefallen ist. Auf tragische Art und Weise, von den Untoten überrannt in einer absoluten Überzahl. Und, ja, wer weiß, ob wir es vielleicht geschafft hätten, wenn nicht die großen Kleriker und Gardisten abgehauen wären. Aber das werden wir nie erfahren, denn nun ist es zu spät. Und wir müssen jetzt schauen, wir sind jetzt in dem Land Prianor, was hunderte Meilen weg ist. Und, ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich grüße dich. Könntest du uns sagen, wo sich König Sebas gerade aufhält? König Sebas? In Silencio, nehme ich an. Das ist die Hauptstadt des Reiches, Erik. Ein paar Sachen weiß ich auch. Wie kommen wir denn auf dem schnellsten Weg nach Silencio? Indem ihr durch die Fenstergrotte geht. Also überlegt euch das gut. Sie ist voller Monster. Gäbe es denn keine Alternative? Ihr müsst die Sichelberge umgehen. Dafür haben wir keine Zeit. Wo liegt die Fenstergrotte? Nordwestlich von hier. Vielen Dank. Kein Problem. Das heißt, wir werden diese Gelegenheit nutzen und uns ein bisschen ausrüsten. Schätze, ach nee. Nee, muss nicht sein. Ist nicht so geil. Also, ich gehe auch nicht davon aus, dass die jetzt irgendwie überarbeitet wurden. Deswegen lasse ich das mal. Nee, aber Sachen können wir verkaufen. Weg damit. Ups. Hätte ich nicht verkaufen dürfen. Money, money, money. Ja, passt. Ah, Moment, da war noch hier Hartstahlspeer. Der kann auch weg. Hier glühender Umhang. Ah, Bomben. Bomben sind wichtig. Gab es hier keinen Schmied? Ich meine, klar, wer soll hier jetzt große Ausrüstung verkaufen, ne? Aber gab es da echt gar keinen? Na, egal. Was wir jetzt machen, weiß ich gar nicht, ist das nötig? Nee. Wir speichern und dann gehen wir in den nächsten optionalen Dungeon. Der ist nämlich hier unten. So, und wenn der auch exakt gleich geblieben ist vom Aufbau, ist hier ein geheimer Eingang. $200. Abgeschlossen. Ein Schalter. Also kein Scheiß, wenn man den optionalen Dungeon macht und nicht weiß, dass da links an der Eingangsmap noch ein geheimer Eingang ist, dann ist man da ziemlich verloren. Halt, Abenteurer. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Hier findet ihr nichts als den Tod. Du bist nicht der erste Geist, den wir besiegt haben. Du irrst dich, Erik. Das ist kein Geist. Was du dort siehst, ist fortgeschrittene Illusionsmagie. Ein Abbild des Zauberers, der in diesem Gemäuer vermutlich mal gelebt hat und es wohl schon lange nicht mehr tut. Das ist richtig. Ich bin vor vielen hundert Jahren gestorben. Aber die Elementarwesen, die ich einst beschwor, sind immer noch da und die Fallen, die ich gelegt habe, um Diebe wie euch aufzuhalten, sind es auch. Was denkt ihr? Vielleicht sollten wir lieber gehen und uns die Schätze entgehen lassen, die hier bestimmt versteckt sind? Schätze, die uns vielleicht von Nutzen sein können. Waffen und Rüstungen sind hilfreich. Das denke ich auch. Mit so ein paar Elementarwesen werden wir schon fertig. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Wie ihr wollt. Let's go. Der kann mich dann noch so sehr warnen. Ich lasse keine Schätze liegen. Natürlich alles abgeschlossen. Windwirbel. Die Gruppe wird von einem Zauberflug getroffen. Oh, wir haben
ordentlich Leben, geschätzt so um die 200. Ja, 200 dürfte ziemlich gut hinkommen. Da brauche ich einen Schalter. Ah, ein Rätsel. Ein Buch. Oh, oder auch nicht. Ohne der Magie. Ohne der Erholung. Das ist neu, glaube ich. Ich weiß nicht, ob... Nee, im Original war das, glaube ich, nicht. Da brauche ich den Schalter. Da brauche ich keinen Schalter. Hi. Aber ich glaube, der Raum war wichtig. Ja, Zauberflug, bla bla bla. Mich kriegt ihr nicht klein. Oh, armer Erik. Mal kurz hier ein bisschen aufpäppeln. Passt. Zauberpilze für alle. Und weiter geht's. Hi. Ah, Feuerschlange. Da hilft ein Eishammer. Und auch diese Gegner sind erledigt. Nix. Auch nix. Schalter. Schalter, Schalter. Oh. Ah, Rätsel. Krieg ich hin. Da muss ich jetzt überlegen. Das ist nicht so einfach. Ich muss mal schauen. Das macht keinen Sinn. Eins runter. Du gehst mal rüber. Ich glaube, das war jetzt nicht die beste Idee. Nee, da muss ich nochmal ran. Du musst eins hoch. Dann hätte ich nämlich rein theoretisch schon zwei Probleme gelöst.
Ja, da ergibt sich was in meinem Kopf. Damn, das war Bullshit. Ich hätte den so lassen müssen. Fuck. Moment, ich hatte jetzt nur die 2-1 hochgesetzt. Nee, aber das muss... Ah, fuck. Ah, shit. Denke. Oh, doch, wenn ich jetzt den dahin baller. Rein und du nach oben. Geht doch. Okay, das hat hier noch nichts gebracht. Dann vielleicht hier. Ja. Ich frag mich schon die ganze Zeit, wie es den Verbündeten der Untoten gelungen ist, in so kurzer Zeit so viele Tote zu erwecken. Haben sie noch mehr von diesen Statuen? Nun, damals hatten sie es wohl nicht, sonst hätten die Untoten Mondfeld schon viel früher angegriffen. Es wäre möglich, dass eine neue Statue erschaffen wurde. Doch selbst ein Zauberer wie der Nekromant würde viele Monate brauchen, um das zu tun. Nein, wenn du mich fragst, war es das alte Übel aus der Gruft. Es muss sich um ein Wesen mit unglaublicher Macht handeln. Was käme denn in Frage? Ich bin leider vollkommen ratlos. Mir ist kein Wesen bekannt, das solch eine große Macht besitzt. Glaubst du, dass die Untoten wie in Ravenstor zu Staub zerfallen, wenn das Wesen getötet wird? Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Klingt gut. Als ob wir diesem Wesen gewachsen sind. Mit der Hilfe des Schöpfers werden wir es schon schaffen. Hier wird er ganz sicher nicht helfen. Och, wer weiß. Moment, hier war abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Wer weiß, vielleicht denkt sich ja auch der Schöpfer so, ich mag Leute wie Erik, die einfach auf sich selbst vertrauen. Und das nächste Rätsel. Das sollte aber relativ gut zu handeln sein. Ja, sogar sehr einfach. So. Zack. Runter. Rüber. Und hoch. Das war jetzt nicht schwer. Dann gucken wir hier nochmal entlang. Dürfte hier zu gewesen sein. Ja. Oh, das war böse, das weiß ich. Oh, nee, das war... Nein, Kelvin, hast du das wirklich drin gelassen? Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hier ist nix. Alter. Ich konnte in der Animation jetzt nichts machen, weil, hier mein... Der hat gerade den Dietrich benutzt. Währenddessen hat das Vieh halt weiter auf mich gefeuert. Das ist eine böse Sache. Geisterwest. Schlecht. Ja. Chill deine Balls. Ja, ist okay. Ist okay. Hätte schief gehen können. Ja, habe ich noch heile Kräuter? Ja, natürlich habe ich noch heile Kräuter.
Abgeschlossen. Ja, es ist wirklich... Oh, er hat das wirklich drin gelassen, dieses zufällige Portalrätsel. Ich hasse solche. Ehrlich. Da sind Minen auf dem Boden, die machen Aua. Ah, die machen... Aua, Aua, Aua. Zack, 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 zack. Sterbt. Passt. Ah, nochmal so eins. Starker Heiltrank, magische Fiole. Oh, das war's schon. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Nix. Und lass mich raten. Okay. Ich dachte jetzt wirklich abgeschlossen. Ich wusste es. Das war auffällig. Ich wusste, da war was. Es gab drei Kugeln. Also ich meine, es sind drei, die man sammeln muss. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich das nicht mit dem Rätsel von die Bücher Luzifers verwechsel. Da gab es auch was, wo man drei Kugeln, glaube ich, sammeln musste. Und da gab es Hinweise drauf. Jetzt muss ich überlegen. Das eine war ein Kamin, das zweite waren Gemälde und das dritte war irgendwas anderes. Sehen wir dann. Weil ich habe es mir vorhin schon bei irgendeinem Raum gedacht, der sehr auffällig war. Ich werde es ja sehen. Okay. Ja, ich hasse es. Ehrlich, ich hasse das so sehr. Ah, genau. Eine Kugel war hier. Jawohl. Und die dritte war bei einem Gemälde. Das Gemälde müssen wir noch... Ah. Willst du mich verarschen? Aber das hier führt, glaube ich, auch noch drauf. Ah, ne. Okay. Frust. Dein Name ist Kelvin. Nee, also solche Random-Port-Rätsel gehen gar nicht. Wenn ich überlege, wie lange ich bei Vampire's Dawn 2 dafür gebraucht habe. Und da gab es ja sogar einen Hinweis, wie man laufen muss. Aber da war ich halt einfach zu scheiße für. Geht doch. Mann, 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 Mann. So, und jetzt dürfte ich hier offen sein. Ein Schatz! Luftfiolen. Die Fiolen können mich mal sowas von kreuzweise, weil die einfach in meinen Augen echt nicht viel wert sind. Da ist die dritte. Schluckt man Zauberpilz. Aber... Erledigt. So, dritte Kugel. Ja. Moment, mal hier noch die Heilkräuter.
die man noch so im Inventar hat. Legen wir die auch noch auseinander. Da dürfte man nämlich, glaube ich, sogar schon fertig sein. Also in der Tür rechts ist dann, glaube ich, so eine Tür, wo man die drei Kugeln einsetzen muss und dann kommt schon der Boss. Level Ups! Hättest du gern. Ja, da ist er schon. Gut, dann... Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Speichern. Rinder. Die Schätze sind gut versteckt. Das kannst du laut sagen. Die Schätze sind gut versteckt! Macht sie das absichtlich? Ihr wagt es, mich zu stören, Menschen. Nicht jeder von uns ist ein Mensch. Wieso hat der Zauberer einen Dämon beschworen? Dieser jämmerliche Zauberer hat mich nicht beschworen. Ich war schon hier, als er kam. Er konnte mich lange in Schach halten, aber eines Tages war er unaufmerksam. Du warst es, der ihn getötet hat. Ja, und ihr werdet ihm gleich folgen. Nee, das sehe ich nicht so. Wurde das Viech da auch von deinem Schöpfer erschaffen? Natürlich nicht. Dämonen und andere böse Wesen sind die Geschöpfe abtrünniger Himmelsdiener. Ein Gott kann betrogen werden? Nein, aber ich kann das nicht mal eben so erklären. Aber ich kann es. Der Orden belügt euch, Kleriker. Euer Gott ist der schlimmste aller Dämonen. Schweig, Monster! Also, ich würde jetzt nicht unbedingt direkt abstreiten, was er sagt. Vor allem was den Orden angeht. Wie verstummen. Habe ich da was gegen? Nee. Greift mit reiner Magie an alle Gegner. Hey, das klingt interessant. Ja, komm, nehmen wir mal. Der niedere Dämon beschwört Verstärkung. Das war jetzt nicht so pervers toll. Also da gibt's Besseres. Zack, zack, zack. Erledigen. Und Zauberpilz, Angriff. Da würde ich. Ja gut, Zauberelixier. Hau Rinderzeug. Wie verändert sich? Der hat gerade durch physisch weniger Schaden bekommen, kann das sein? Wir benutzen mal Element. Ah, jetzt ist sie stumm. Oh, nicht betroffen. Auch gut. Na gut. Passt. 128 EP. Du hast die Schatzkammer gefunden. Die Gruppe hält 100 EP. 300 Mark. Steinbrecher. Rune der Erholung. Smaragdamulett. Und geweihter Talisman. Erhöht Angriff und Geschick. 50% Schutz vor Blind.
Nehme ich. Und der Steinbrecher noch dazu. Ich würde sagen, das war eine schöne Runde. So, da werde ich hier speichern und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Eterna. Euer Daniel. Adios.